Anfang Zar, irgendwann nach Sonnenaufgang. Die übrig gebliebenen Helden haben sich nach kurzer Erholung in der Klaschemba aufgerafft, müssen nun das Schiff unter ihre Kontrolle bringen. Yalan hat den Kampf gegen den Archenkapitän verloren, Myria hat ihn gerächt und einen grausamen Preis bezahlt. Yamish Akvam hat das erste Blut gesoffen. Und während die einen die Steuerfrau suchen, sind die anderen ganz woanders. Fiona und Aphadaios sind durch das Holz gebrochen. Noch bevor sie sich aufraffen können, wächst das Loch wieder über ihnen zu, nur noch das Gesicht von Myria, was sie kurz erahnen können, und dann sind sie allein. Ihr steht in einem dünnen Spalt, um euch herum salzige Kruste, Algen, kleine Krebse und Schnecken. Ihr seid allein und das Licht schwindet, es ist dunkel. Und dann, zu deinem Erstaunen, kannst du, Aphadaios, feststellen, dass sich die Luft, gelblich gefärbt, zu einer Art Barriere bildet und auch du weiter abgetrennt wirst von Fiona. Weiteres Holz, was zwischen euch hindurch wächst, und dann bist du ganz alleine in deiner klaustrophobisch engen Umgebung, mitten in diesem Archenholz eingeschlossen. Du spürst, wie es arbeitet, wie es sich herumwindet, das Pulsieren, das schlagende Herz irgendwo neben dir. Gegen die Wand vor mir, sofern meine Arme die Bewegungsfreiheit haben. Hilfe! Ich bin in den Wänden! Irgendwo im Schiff! Walholz! Ja, du merkst, wie diese gelbe Luft, die du einsaugst, in deinem Hals kratzt und dir leicht das Bewusstsein raubt. Du musst wirklich damit kämpfen, kratzigen Hals, schlucken tut weh. Du weißt, dass du nicht nur in dem Reich von Charybdoroth bist, sondern auch in dem von Agrimmoth, und der beherrscht die Luft. Ruhig, Aphadaios. Ruhig. Das Schlagen des Herzens wird lauter. Wenn das mein Ende sein soll, dann muss ich so viel Schaden machen wie möglich. Wo ist es? Wo ist dieses verdammte Herz? Hörst du mich? Ja. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ich bin neben dir. Wo? Ich greife nach links, nach rechts. Wo Ja, überall bist du? Holz. Ist das der Erfahrtpriester? Ja, ich bin einfach daraus. Leiter von Wind und Wogen. Warte, sprich weiter. Ich komme zu dir. Ich kann mich nicht bewegen, ich bin eingesperrt. Warte, ich sprich weiter. Wer heißt du? Hat daraus versucht, ja, sich durch dieses Holz, bewegende Holz irgendwie durchzuzwängen, irgendwo sich schließendes Holz zu blockieren, sich öffnendes Holz schnell dort in eine neue Ritze zu gleiten, um sich dieser Stimme zu nähern. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Würfel mal eine Woran? Sinnschärfeprobe. Gehör. Diese verdammten Moskitos gewesen sein, vor denen Brindigian uns gewarnt hat. Du hast das Gefühl, dass du sie vor kurzem schon gehört hast, aber du kannst dich nicht genau daran erinnern, wer das war. Stimme klingt vertraut. Aber wie lange das her ist, weiß ich nur vor kurzem. Ich bin eingesperrt zwischen Hölzern. Die Luft kratzt. Ich auch. Keine Sorge, ich bin sicher gleich bei dir. Es gibt wahrscheinlich gibt es hier so etwas wie einen Raum, wo die Leute im Holz zusammengepfercht werden. Ich weiß nicht. Keine Angst, mein Kind. Ich werde uns hier rausholen. Warte, ich bin gleich bei dir. Hier sind überall Käfer. Ja, das sind kleine Meereskrabbeltiere. Beschreib mir, was siehst du noch? Wie viele Beine haben diese kleinen Tiere? Was? Ich weiß nicht, hier sind so viele. Sechs? Okay. Ja, die fressen dich nicht, keine Angst. Die leben hier an der Arche, am Rumpf da sammeln sich Algen und davon ernähren sie sich. Kannst du uns hier rausholen? Ja, warte, ich komme erst zu dir und dann überlege ich mir was.
Der Effert hat uns hier nicht verlassen. Er ist weiter auf unserer Seite. Dann versuche ich sie ein bisschen zu beruhigen. Heilkunde Seele. Wie lange bist du schon hier? Es fühlt sich wie ewig an. Wir sind vor nicht 2 Stunden Gläsern, glaube ich, hier auf die Arche gekommen und ja, hier im Holz. Ich bin gerade eben durch einen Spalt im Boden gefallen. Wie bist du denn hergekommen? Ich auch. Das Holz hat sich aufgetan und hat mich verschluckt. Gut. Und was hast du vorher gesehen? In welchem Raum warst du? Woran erinnerst du dich? In einem Gang. Ich war in einem Gang. Unser Schiff wurde angegriffen. Bist du, weißt du noch den Namen deines Schiffs? Nein. Warum weiß ich den Namen meines Schiffes nicht? Ich war eine Kapitänin. Aber ich weiß den Namen meines Schiffes. Ich weiß nicht mal meinen eigenen Namen. Ich glaube, es gibt hier solche Insekten, die stechen einen und saugen einem die Erinnerung. Aber ich glaube, das ist nicht für immer. Keine Angst, wir kriegen das schon wieder hin. Ich bin hier nicht allein hergekommen. Ich habe tapfere Freunde bei mir. Einen Ritter, Jarlan von Schnattermoor. Und seine treue Knappin Myria. Dann haben wir auch noch einen Zauberkundigen, Das sagt mir alles nichts. Nun, ich bin nicht alleine, keine Sorge, wir werden dich und die anderen hier auf dem Schiff retten. Also kannst du dich auch, du kannst uns nicht helfen? Nun, ich werde uns hier erstmal aus dieser Holzwand rausholen und dann sehen wir weiter. Hast du eine Axt oder so? Fühle mal nach meinem Effortbart, habe ich den noch bei mir? Der steckt direkt neben dir im Holz, hat sich auch so leicht mit dem Stiel in deine Schulter gebohrt, aber den kannst du in dieser Enge auf gar keinen Fall bewegen. Du kannst ihn rausziehen, aber drehen oder sowas funktioniert ja nicht. Zu eng. Eine Axt habe ich nicht, aber ich habe meine Waffe bei mir. Sie wurde von Effard gesegnet und nun, egal was hier gleich auf uns zukommt, ich werde auf dich aufpassen. Ja, je mehr du sprichst und redest und versuchst, sie zu beruhigen, kannst du spüren, wie das Kratzen in deinem Hals zunimmt und du mehr und mehr anfängst zu husten. Erzähl mir noch mehr. Wo weißt du, wie dieses Schiff, auf dem wir jetzt sind, wie sich's bewegt? Hast du hier irgendwas mitbekommen? Nein. Nein, von draußen. Wir sind auf einem Schiff. Ja, versuchen wir was anderes. Hörst du dieses Pochen? Ja, Ja, ich höre das Pochen. von wo kommt es? Von unter uns. Unter uns, okay. Es ist beruhigend. Kommt auch das Pochen für mich von unten? Ja. Würfel mal eine Orientierung. Du hast dich bewegt innerhalb dieses Holzes, innerhalb deines Verschlages, deiner Kammer. Das Pochen kam zuerst direkt von vor dir und du hast mittlerweile das Gefühl, dass es jetzt von unter euch kommt, sodass du, also entweder hat sich das Herz bewegt oder du hast dich bewegt. Okay, dann kommt das Pochen für uns beide aus der gleichen Richtung. Das heißt, entweder bist du über mir oder unter mir. Ich werde mich mal. Kannst du dich ein bisschen bewegen? Lass uns zusammen zum Pochen vordringen. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, dann versuche ich dem Pochen näher zu kommen.
fange an, so ein bisschen hin und her zu wiegeln und auch mit, so, wenn ich meinen Kopf noch bewegen kann, also mit dem Kopf mal wieder gegens Holz zu hauen. Ja, möchtest du wirklich deinen Kopf gegen die Wand schlagen? Ja, erstmal sachte, um zu gucken, ob da wie hart es ist, ob das irgendwie nachgibt. Ja, du merkst, dass das Holz ziemlich weich ist. Es ist von Wasser durchdrungen, vielleicht sogar Unwasser. Und wenn du deinen Kopf gegenhaust, kannst du bemerken, dass es wohl leicht nachgibt. Es tut dir auch gar nicht so sehr weh. Klar, es gibt so eine kleine weiche Stelle dann, die an deiner Stirn zurückbleibt und ja, modriges Holz, was dann da eben zurückbleibt, aber du tust dir nicht unbedingt weh. Kann ich meine Arme bewegen? Wenig. Du kannst versuchen, ja, mit einer Gewandtheitsprobe würde ich es dir zulassen, dass du dann deine Arme hinter deinem Rücken oder vor deinem Bauch dann versuchst nach oben zu ziehen. Aber ansonsten wären sie jetzt angelegt an deinem Körper, so wie du dann runtergefallen bist, so plötzlich. Ja, dann kannst du sie nach oben und unten bewegen oder dich dann noch von der Wand abdrücken und versuchen. Ich würde. Stell dir vor, wie du in einem Sarg gefangen bist, so ungefähr diesen Spielraum hast du. Dann würde ich, also ich, das Bretter des Sarges scheint ja irgendwie morsch zu sein oder stark von Feuchtigkeit angegriffen. Würde ich mit meinen Händen versuchen, da ja irgendwie eine Schwachstelle zu finden, ein Loch, was ich größer reißen kann, um mich dann da selbst durchzuzwängen. Hier muss es doch irgendwo eine schwache. Warte, ich. Ja, würfel einfach mal, das macht keinen Sinn, dass du Raufen gegen einen unbewegten Gegenstand würfelst. Einfach mal eine Schadensprobe mit deinem Raufen. Ja. Dadurch, dass du geweihter bist, hast du natürlich geweihten Schaden, den du machst. Wie sind die? Boah, deine TPKK ist ja auch unglaublich hoch, ne? Ja, ein Punkt extra ist es. Wieso? Du hast jetzt gerade 2 Punkte. Woran liegt das? Hier ist Raufen eingetragen mit W6 plus 1 und ich. W6 plus 1. Also eigentlich müsste es W6 plus 1 sein, wo dieses weitere plus Wollte 1 gerade gerade sagen, herkommt, könnte ich. TPKK müsste ja 3. Wie sind die TPKK von Raufen? 13, 3? Ne, 10, 3. Und 10, ich habe 3. KK 15. Ja, müssen wir uns nochmal angucken, woran das liegt, aber du kannst auf alle Fälle dann deine Hand gegen das Holz vor dir versuchen zu schlagen. Dadurch, dass du nicht so wirklich viel ausholen kannst, ist das natürlich schwer, aber du spürst, wie auch ein leichtes Glimmen von deiner Hand ausgeht und sich das Holz dann unter deinen Schlägen zurückzieht. Und vor dir tut sich dann ein weiterer Hohlraum auf und du kannst spüren, wie dahinter sich wohl etwas bewegt. Bist du das? Ich glaube ja, warte. Und ich greife mal das, was da vor mir ist. Du spürst auch so, wie kalte Hände dich dann wegdrücken und deiner Faust oder deiner Hand dann versuchen zurückzuschlagen. Ah, oh, es tut mir leid, ich wollte dich. Alter, das bin ich. Oh, mein Prinz. Du schaffst es, mach weiter. Ja, warte, ich bin gleich bei dir. Versucht mich dann durch dieses Loch zu zwängen. Mein Effortbart lasse ich erstmal hinter mir. Der muss dann als letztes nachgezogen werden. Ja, es dauert eine Zeit, aber die Zeit vergeht sowieso sehr seltsam. Teilweise hast du das Gefühl, dass das Herz sehr viel schneller schlägt als sonst. Mal schlägt es langsamer. Also entweder hat diese Arche Rhythmusstörung oder aber du bewegst dich zu langsam oder zu schnell. Du kannst es nicht ganz sagen. Hier sind auf alle Fälle chaotische Züge anwesend. Das kannst du ganz deutlich spüren. Dann hast du allerdings den Durchbruch so weit gefertigt, dass du deinen Kopf hindurchstrecken kannst, beziehungsweise mit den Beinen dann leicht nachklettern könntest. Die andere Person auf der gegenüberliegenden Seite, das ist doch die Frau, die du gerettet hattest, die beim Schrein der Charybdis lag, so bewusstlos geschlagen. Du erinnerst dich. Die anderen konnten sie Ah. nicht sehen. Du hattest nur mit dir selber gesprochen, hatten sie gesagt.
Du hast es geschafft. Ja. Ich erinnere mich an dich. Ich habe dich schon einmal gesehen. Erinnerst du dich an mich? Du hattest mit mir gesprochen. Ja. Du bist der Effert-Priester. Genau. Na, okay. So, uns nochmal nach dem Pochen hören. Wir müssen dorthin, wo das Pochen herkommt. Ich kann etwas. Da ist. Du kannst nach vorne sehen. Sie deutet auf die Stelle. Es bindet sich gerade sowas wie ein Guckloch, ein Fenster. Und du kannst sehen, wie das Holz, die Wurzeln, Äste zurückweichen. Dynamisch, chaotisch. Ein weiterer Windhauch, der euch entgegenkommt und etwas frischere Luft, sodass du jetzt nach draußen sehen kannst. Ah! Hier ist die Luft besser. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Du schaust nach draußen. Du stehst wohl auf etwas erhöhter Position. Unter dir kannst du ein Schiffsdeck erkennen. Dort gibt es mehrere kleine Bäumchen oder Stämme, die darauf wachsen. Darüber ein steinerner Altar, auf dem viel Blut klebt. Eine rostige Axt, die in diesem steinernen Altar drinsteckt. Und du kannst sehen, wie jetzt... Ja, es ist dein Freund, Jarlan. Jarlan schreitet die Treppe gemeinsam mit Ragnar. Wo kommt denn Ragnar her? Und Brindigian die Treppe nach oben. Von der anderen Seite dieses Zentraldecks, eine Tür öffnet sich. Du kannst drei Torwaler erkennen, zwei ziemlich stattliche und einen merkwürdigen, gehörnten Mann. Ein weiterer tritt dazu, er scheint wohl eine Art Zerrbild deines Eferdis zu sein. Vielleicht ein Spiegelbild von dir. Sie unterhalten sich wohl kurz, du kannst nicht genau hören, worum es geht. Was ist das? Was ist das, oh mein Gott? Das scheint eine... Das sind meine Freunde, ich muss ihnen helfen, das sind widernatürliche... Und ich glaube, er ist so etwas wie ein Priester der tiefen Tochter. Nein! Ich muss sie warnen! Pass auf! Ja, du kannst sehen, wie du dich gerade kurz noch mit ihr unterhältst. Dieser gefallene Priester hat wohl gerade seinen Effortbart nur noch mit zwei Zinken in die Planken gerammt, hat sich eine Waffe und eine zweite geben lassen, sodass er jetzt mit Degen und Parierdolch vor Jarlan steht und ein Kampf entbrennt, nachdem sie sich ganz kurz nur unterhalten hatten. Aber sie scheint dich nicht zu hören, sie scheint dich nicht wahrzunehmen. Würfel mal eine Kriegskunstprobe. Kann ich das ableiten? Ja, schauen wir mal nach. Ein Waffentalent überlege ich gerade. Brett- und Kartenspiel finde ich gut. Brett- und Kartenspiel nehmen wir. Mhm. Einfach mal würfeln ohne Erschwernis. Ohne Erschwernis wäre das gelungen. Mhm. Achso, du hast auch THW 0, ne? Ja. Ja, also wie gesagt, ohne Erschwernis schaffst du es. Ja, du siehst wohl, dass der... Ja, es handelt sich dabei zunächst um ein leichtes Antesten, aber während der gefallene Priester noch Jarlan antestet, kannst du sehen, wie er wohl leicht überfordert scheint und Jarlan mehr und mehr Wunden kassiert, leicht zurücktänzelt, ausweicht, nur noch versucht zu finden, sticht von verschiedenen Seiten zu, täuscht an und allein dieses Austauschen, dieses Antäuschen wird dazu genutzt, dass die verstrichene Zeit dann, ja, mit dem Paradedolch hat er einfach die Oberhand. Er kreuzt die Klingen, drückt sie dann immer wieder weg. Scheint wohl überhaupt keine Probleme mit dem Anderthalbhänder von Jarlan zu haben. Kurz oder lange Zeit wird er das verlieren. Immer diese, im Namen Ronras, aber... Sind das deine Freunde? Sie sollen uns doch helfen, sie sollen uns doch hier rausholen. Ich glaube, sie wissen nicht, dass wir hier sind. Sie hören mich nicht. Hilfe! Hört ihr uns nicht? Ja, das beginnt gegen das Holz, der Mann. Jarlan! Ihr müsst zusammenkämpfen, an einem Strick ziehen. Geht hier nicht nur um Ronras Ehre, hier geht es um mehr.
Als ob dich Brendigian gehört hätte, rennt der Magier nach unten. Verschwindet er? Lässt er seine Freunde im Stich? Nein, er kommt wieder nach oben. Was hat er dort gemacht? Ja. Ein weiterer Stich. Ein weiterer Stich. Der gefallene Priester erkennt wohl ohne Probleme die Schwachstellen in der Rüstung des Ritters. Und dann kannst du sehen, wie mehrere von deinen Freunde sind das nicht wirklich, aber ja, du kannst deine Seemänner sehen, Uktan, der Alanfana, einige andere Menschen, die du ja kennengelernt hast, einige Menschen, die noch kurz bei der Belagerung dabei waren, die vor der Arche standen, die du eine Rede gehalten hast, das sind die anderen Seemänner. Ah, stellt euch dem, ist es der Kapitän? Der Arche, ich weiß es nicht. Jalan wird das alleine nicht schaffen, er wird total ausgespielt. Sieht er das denn nicht? Jalan! Ja, als ob sie dich gehört hätten, sie laufen los. Sie kümmern sich wohl nicht so sehr um den Kapitän, sondern rennen auf die Torwaler zu, die da wohl ziemlich gefährlich gerade aussehen, haben ihre Äxte gepackt und beginnen dann auch mit unglaublich wuchtigen Schlägen mehrere Male zuzuhämmern und zuzuschlagen. Und der Druide scheint wohl auch etwas zu zaubern. Da geht es jetzt gerade drunter und drüber. Du kannst sehen, wie ein Blitzstrahl aus der Dolchklinge herausbricht und wie eine Welle hinüberschwappt zu den anderen. Die brandet dann an einem ab. Du kannst kurz überlegen, wer ist denn das? Eine Frau. Sie brandet an einer Frau ab, die du von dem Inquisitor kennst. Was auch immer das zu bedeuten hat. Dann eine weitere weiße, gleißende Welle, die von Brentigian ausgeht. Und du kannst sehen, wie sich ein riesiger Rabe auf eines der Hörner setzt. Was ist das? Heißt es, er ist? Ich schaue mir diesen Raben mal etwas genauer an. Was ist das, mein Prinz? Sie sollen uns doch helfen. Sie müssen erstmal die Feinde hier besiegen. Dann werden sie vor uns kommen. Und während du das sagst, kannst du sehen, wie ein weiterer Stich unter den Helm von Jalan gelingt. Jalan fässt sich an die Gurgel, an die Kehle, lässt seinen Anderthalbhänder los. Was tut er da? Er geht auf die Knie. Er bricht nach hinten zusammen. Schlägt mit dem Helm gegen den Steinaltar. Nein! Du Mistkerl, nein! Er hat ausbeginnt, mit seinen Fäusten gegen das Holz zu trommeln. Ich muss meinen Freunden helfen! Nein, dieser verfluchte gefallene Priester, wenn ich dich erwische. Ja, der Kampf weiter hinter den beiden, hinter dem rondergefälligen Kampf, entbrennt. Du kannst weiteres Blut sprudeln sehen. Der ein oder andere geht zu Boden. Die Fächer der Maraskaner, beziehungsweise alles, was irgendwie gerade da ist, an Waffen glänzt blutig rot. Schnitte, die verteilt werden, Leute, die auf die Knie gehen. Dann bricht einer der Äste ab. Du kannst sehen, wie Ragnar gerade mit einem Streitkolben einen der Äste, da steckte wohl ein Mann drauf, der jetzt gerade zu Boden fällt. Und Ragnar wird jetzt genauso wie Myria in den Kampf gehen und versucht jetzt diesen Archenkapitän zu stellen, wie sie schreitet über die Leiche von Jalan hinweg und du siehst, wie sich der Rabe von einem der Hörner erhebt und sich dann auf, ja, er lässt sich auf der Brust von Jalan nieder. Nein, lass ihn in Ruhe! Nein! Es ist noch nicht seine Zeit! Er bleibt hier! Verschwinde, Rabe, der verschwinde! Der Rabe packt mit seinen beiden Füßen zu, zerrt wohl etwas. Du kannst sehen, wie er wohl in die Brust hineingriff und dann sich wieder erhebt und nach oben fliegt. Du kannst sehen, wie er wohl ein Zerrbild, ein Abbild von Jalan unten in seinen Füßen trägt und ihn nach oben hieft. Nein, das... Da... Ich muss... Und während das passiert, kannst du sehen, wie auch Myria gerade wohl ihre Probleme bekommt. Und ja, nachdem Admiral Rodgar, der Archenkapitän, das gefallene Zerrbild von dir, wohl Jalan auch mit ohne Probleme besiegt hat, wird seine Schülerin ganz höchstwahrscheinlich ja auch das Zeitliche segnen. Du kannst sehen, wie sich jetzt die, ja, dieses Mädchen, die Mittelreicherin, diese Kapitänin, sie greift deine Hand. Wir können nur das Leben mit dem Tod bezahlen.
Wenn du ihm helfen willst, muss, wenn du ihr helfen willst, die Toten müssen mit dem Leben bezahlt. Irgendjemand muss sterben an seiner Stadt. Was? Nun. Komm zurück! Sie reicht dir einen Dolch. Einen muschelbesetzten Dolch, eine scharfe Klinge, die wohl aus einer Art leuchtendem Meeresgestein besteht. Wo auch immer sie diesen Dolch her hat. Und dann kannst du sehen, wie vor deinem kleinen hölzernen Fensterchen, dieses Bullauge, was sich gebildet hat, eine Person nach oben krabbelt, hat auch gerade einen eigenen Dolch in den Zehen, zwischen den Zehen gesteckt. Du kannst es erkennen. Helmer Hakenhand. Der klettert gerade auf der Außenseite dieses kleinen Türmchens nach oben und schaut dich fassungslos an, wie du da in diesem Loch stehst. Wechselt dann mit seiner Hand, hält sich kurz fest, greift den Dolch, sodass er wieder sprechen kann. Was tust du hier? Und schaut dich drohend an. Ja. Hast du nicht gesehen, wie... Nur... Jetzt verstehe ich. Und Ephadaus wird sich den Dolch in den Bauch rammen. Sich selber? Ja. Xeledon, du Narr, jetzt weiß ich, warum du gelacht hast, Spötter. Aber nein, Yalan, ihn brauchen wir noch. Du kannst sehen, während du auf die Knie gehst, wie Myrias Schlag unfassbar gewaltig ist. Der Archenkapitän wollte wohl parieren. Du kannst sehen, sie hat das eigengeschlagene Schwert, Yamish Akvam, in den Händen. Und während du auf die Knie gehst, das Bild verwischt, du immer noch auf das ja merkwürdige Gesicht von Helmer Hakenhand blickt, der dich ebenso anschaut. Ja, Myria scheint zu gewinnen. Das Blut läuft aus deiner offenen Wunde, saugt sich gierig das Messer voll. Das Blick wird, ja, dein Blickfeld wird kleiner und kleiner. Ein weiterer Schlag von Myria und dann fällt der Archenkapitän tot zu Boden. Myria, Nerin, deine Seele ist zu viel wert. Aber wo ist dieser Rabe? Komm zurück! Bring ihn wieder her! Die Kapitänin neben dir scheint wohl zufrieden zu sein. Also gut. Bezahlen wir das Leben von Yalan mit deiner Seele. Und das von Myria wohl mit seiner. Sie schaut auf Helmer Hakenhand. Und du bist bereits auf die Knie gesunken, hast gar keinen Blick mehr für das Oberdeck, sondern nur noch im Nahfeldbereich. Kannst du sehen, wie wohl ein riesiger Zweig, irgendwas, was wohl von der Arche selbst stammt, in seine Richtung geschlagen wird, wie ein Peitschenhieb, zertrümmert der Brustkorb. Und Helmer Hakenhand kannst einen riesigen Dorn erkennen, groß wie eine Faust, der dann aus seinem Brustkorb hinausdringt. Und die Peitsche, aufgespießt wie er ist, wird dann wieder, ja, von dir entfernt. Verschwindet irgendwo außerhalb deines Sichtbereichs mit dem aufgespießten Helmer. Und dann wird alles schwarz. Ich habe einen Kapitän eingetauscht und bekomme einen neuen. So soll es sein. Diese Seele für die des Ritters.